Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Forgotten Lands. Guck mal, wir haben Juli, das heißt, wir haben Erntezeit. Der Weizen muss runter. Und zwar sagt die Karte, erntereif ist Akkadisa und Akkajena. Also hier, wir haben hier immer Weizen und Weizen. Hier wollte ich Weizen für Saatgut und Hühner und hier Weizen für Nudeln. So, ich klicke immer hier auf unsere Spritproduktion. Da, ne, Bier und hier Fusel. Ne, hier, da wollen wir hin. Ich hab, guck mal, oh, schön. Da steht das gute Zeug. Ich hab ein bisschen Sorge, wie wir hier die ganze Geschichte entladen. Guck mal auf den Kontostand. Da habe ich gar keine Sorgen. Die Kohle explodiert förmlich. Wir gehen schlafen, werden wach, sind wir noch reicher, als wir vorher schon reich waren. Es ist einfach der Hammer. Da kannst du machen, was du willst. Die Kohle geht nicht alle. Ist ein bisschen cool. Ja, aber wie wir hier nachher die LKWs entladen, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie viele überhaupt bei runterkommt. Ich würde sagen, wir schmeißen uns in die Dröschkästen und legen los. So. Du. Und du. Erstmal warm laufen. Ja, die Schneidwerke, da war Problematik am Start. Haben wir was im Angebot beim Händler? Negativ, gut, dann brauchen wir uns darum nicht kümmern. Ja, also der macht da wenig Stress, dafür liegt der hier schon daneben. Das ist irgendwie ein bisschen, ach du Schande. Aber hier ist mit Diebstahlsicherung, die Deichsel ist in... warte mal. Aber das hier irgendwie löst das Problem? Hallo, hebt das mal an. Macht das da raus, Hilfe! Ach, das ist eine Katastrophe. Okay, nee, ja. Na, okay, sind eigentlich nicht. Was willst du machen? Pass auf. Und dann nehmen wir uns hier den Johnny und ziehen erstmal die Schneidwerkswagen da raus aus der Misere. So. Na, das geht ja schon wieder gut los. Wir haben noch nichts gemacht und ist schon wieder alles hier irgendwie. Ach. So, der hängt mit dem Schneidwerk. Ja, wir holen uns. Ich glaube, wir holen uns andere Schneidwerke. Die sind zwar cool, aber die machen irgendwie ganz schön Rambazamba. Also viel Stress, was ich eigentlich nicht möchte. Das sind hier diese klappbaren Dinger. Vielleicht holen wir auch uns ganz einfach die anderen, die ein eingebautes Schneidwerk haben. Vielleicht fahren wir damit unterm Strich besser. Die müssen ja nicht immer ultra breit sein. Na, warte mal, ich wollte hier eigentlich... Ja, ein bisschen die Deichsel austricksen, dass wir hier von der Tür wegkommen. Ja, okay, das Orange haben wir schon mal... raus. Da das supi, auch wenn man die hintereinander koppeln könnte, wäre noch viel geiler. So eine Anhängerkupplung am Schneidwerkwagen, das wäre doch mal was. Oder nicht? Ich glaube schon. Haben wir aber nicht. Also heißt es rein und gucken, dass wir den anderen Onkel da rauskriegen irgendwie. Oh je. Guck mal, wenn wir hier hart an das Rad ranfahren, kriegen wir das hier irgendwie weggedreht? Nee, die sind hier richtig miteinander verschmolzen, ne? Das ist nicht gut. Pass auf, da hilft eigentlich nur... das Ding hier rausziehen und mit dem Dröscher ranfahren und das Schneidwerk da nochmal neu in der Hand nehmen. Na, das ist ja wieder geil. Mann, ey, Mann, ich wollte die Treide ernten und nicht so eine Sache machen. Naja, da machst du nicht. Komm mal raus. Guck mal, das schiebt sich so leicht mit der Hand. Sehr angenehm. So, abgeworfen. Lass los. So, okay. Aber knapp bemessen hier. Okay. Okay. So. Kommen wir hier raus? Ja, ja. Das passt schon mal. Oh je. Aber mit den Schneidwerken da dran lässt sich das nicht richtig fahren, richtig? So, baut das mal an. Dann ist der Anhänger wieder frei. Ah, das ist ein bisschen schade. Also, wieso hängt der Ding da dran? So, wenn wir das Schneidwerk ablassen, können wir denn fahren? Ja, eigentlich machen wir damit alles kaputt, oder? Was machen wir denn da? Warte mal, wie breit sind denn die Schneidwerke? Wir haben hier 15,2 Meter. Pass mal auf. Wir kicken mal. 15,2. Was haben wir denn hier im Angebot? Wir haben... ja, 13,7. Ja, und die sind halt richtig kräftig heftig. Aber die machen, glaube ich, nicht so viel Stress wie die Dinger hier. Die sind zwar geil, von der Arbeitsbreite her top, aber
Ja, die machen sich so selbstständig, ne? Die machen immer so Sachen, die sie nicht machen sollen. Ist immer ein bisschen anstrengend. Ich weiß ja nicht, haben die hier einen eingebauten Schnellwerkwagen? Irgendwas war doch gewesen mit dem Ding. Haben die hier eine Deichsel dran? Nee, ne? Irgendwas war doch. Mensch, verdammt. Oder waren das die hier? Manuell, höhenverstellbar. Haben die einen Schnellwerkwagen? Irgendwelche hatten das. Warum haben wir davon so viele? Was mit euch? Wo kommt ihr denn her? Ach so, ah, ich verstehe. Warte mal. 12, ne, die sind auch eins alleinstehend, ne? Aufbau, ja, nein, vielleicht. Nee. Ja, wo ich mich sehr selten drum kümmere, sind Schneidwerke für den Drescher, muss ich ehrlich sagen. So, was machen wir denn hier jetzt? Ich weiß, hier haben auch welche davon ein bisschen Stress gemacht. Manchmal, ne, in der Vergangenheit. Ist sehr anstrengend. Das Ding ist keine Mod. Alles, was keine Mod ist, funktioniert mit am besten. Oder? Guck mal hier, 13,8. Haben die? Haben sie nicht, ne? Sind hier irgendwo Rückleuchten dran? Nee, dann haben die kein eingebautes Schneidwerk. Fahrwerk, meine ich. Die Jungs aber, die können wir aber nicht umfärben. Ehrlich gesagt, ist mir fast wurscht. Die Käse. Wollen wir Käse nehmen? 13,7. Jetzt ist die Frage. Passt das überhaupt von der Arbeitsbreite? Ich bin mich da nicht so sicher. So. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal vorankommen. So, die Deichsel mal richtig kaputt fahren. Da bin ich überzeugt von den Dingen. Wir packen das nochmal ruf hier. Mal gucken. Das wird ja wohl irgendwie jene oder was. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kommen wir hier mit dem Drescher halbwegs rangefahren, um das abzuwerfen? Wir probieren. Wir müssen zum Feld. Das hätte ich auch vorbereiten können, ne? Habe ich aber nicht. So. Der lenkt ja nicht mal so gut. Was ist denn hier los? Du sollst dich nicht in stabile Seitenlage legen, du sollst da hinfahren. Also die Drescher in allen Ehren, aber. Das ist ja nicht mal so cool, sag ich ganz ehrlich. Ach, nee. Ja, die Schneidwerke halt. Was, warum, was ist denn, hallo? Hör mal auf zu schaukeln hier. Was ist denn das hier? Hilfe. Kannst du wieder Kinder erzählen, ey. Mann. Jetzt hör auf zu wackeln. Fahr doch rüber. Schieb den nicht weg. So, jetzt steckt das da schon mal. Ich hab die Faxen so dicke. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist ja unfassbar. Weg die Dinger. Das jetzt ja, also, ich tu mir, also, ich bin ja bei manchen Sachen sehr geduldig, aber so eine Zauberei, das tut mir nicht öfter an hier. Das kannst du voll vergessen. Okay, pass auf. Ha, das Problem war, ich habe hier moddete Schneidwerke und manche davon, die waren mit dem Ankoppeln ein bisschen blöde. Das ging immer nicht. Warum auch immer nicht. Sag mal, habe ich davon noch mehr? War hier hinten nochmal so ein Ding irgendwo? Ja, hier ist nochmal einer. Kann man den lackieren? Kann man nicht. Schade. Ich müsste vielleicht auch mal ein paar davon einfach rausschmeißen aus dem Mod ohne, ne? Hauptfarbe, da guck mal hier. Wollen wir einfach weiße nehmen? Warte mal. Waren die alle hier labelt oder konnte man hier auch die Farbe ändern? Das sind 12,1 Meter, das möchte ich nicht. Und dann hört es auf mit dem Mods. Na gut, dann nehmen wir doch den Gerät. So, einmal zwei und schon geht's los. Ich würde sagen, wir machen uns auf das Feld, dass wir hier endlich mal in die Ernte kommen. Ja, der Weizen muss runter. Vielleicht machen wir heute das kleinere Feld. Das wäre dann hier rechts rum. Gott, jetzt sind aber eine lange Gurken hier, aber wir kommen hier lang. Das passt schon. Das Schneidwerk ist jetzt nur ein bisschen schmaler. Ich hoffe, dass wir uns nicht unsere Träte kaputt fahren. Ach, Himmel sagt Zement. Was willst du machen? Hallo? Ja, vielleicht war das mit den Nexat auch geil, aber vielleicht war das mit den Nexat dann auch geil. Also, das war dann geil. Müssen wir mal beobachten jetzt in Materie. Du, komm mal mit. Wir nehmen mal Schneidwerk das erste. Wir nehmen extra eine weiße Lackierung wegen der Varietät. Ne, dann können wir nämlich hin und her. Oh cool, wir können die anbauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
Weil manchmal lassen die sich nicht ankoppeln. Da stehst du da und kriegst das Ding nicht weg. Das ist echt grauenvoll. Ja, wie gesagt, vielleicht werde ich da auch ein paar von rausschmeißen aus dem Mod. Online habe da irgendwie viel zu viele drin. So, Kollege, ich hätte ja Bock, dass du dir das hier jetzt anbaust und dann, dass wir mal eine Runde ernten können. Das ist ja schmal, ne? Hm, na wir, warte mal, wir fahren vielleicht nicht durch die Treide, oder? Ist ja ein richtig Kuddelmuddel hier heute mit die Schneidwerke, es ist verrückt. So, ich hoffe, dass der das hier frisst. Wir fahren noch ein Stück rüber. Wir können natürlich auch die fetten 18 Meter Brecher hier ranbauen. Aber. So, dann werden wir mal das Ding hier auseinanderfalten. Es geht los. Es wird transformiert. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung er sich gleich rüberschiebt. So macht er das. Okay. Schön, dass wir die Getreide zerstören. Geil. Aber, guck mal hier. Arbeitsbreit. Perfekt. Mit dem Schneidwerk, da sind wir noch auf der Hütenseite dabei. Sehr schön. Ich habe eigentlich fast ein bisschen Bedenken gehabt, dass wir vom Schneidwerk schmaler sind wie die Spurweite. Dann hätten wir nämlich die Getreide platt gefahren und hätten nicht abgedroschen. Aber alles schön. So, wilde Kameraführung. Ich muss hier noch die Haspel einfummeln. Runter das Ding. Und wir haben maximale Arbeitsgeschwindigkeit 37. Na logisch. Hör mal auf. Was ist das denn? Das tun wir ein bisschen reduzieren. Ich finde 16 okay, ne? Dafür, dass wir uns verkleinert haben. Von der Arbeitsbreite sind 16 km/h sehr gut. Ey, was hatte ich denn gesagt? Brauchen wir Stroh? Hier brauchen wir Stroh, oder? Mensch, Stroh. Stroh? Brauchen wir Stroh? Ich weiß es nicht mehr. Reh? Sag mal was. Wir können notfalls pressen, würde ich sagen. Ja klar, Ballen können wir machen. Na komm. Wir hauen mal an die Kiste hier. Ich weiß ja nicht, ist Strohablage aktiv? Wenn ja, dann hauen wir uns das jetzt hier hin. Nö. Jetzt aber. So. Dann machen wir mal die erste Runde, ne? Schieben wir die Kabine durch die Bäume hier und dann passt das. Oh je, oh je. Das ist ja kein guter Start, nicht? Egal, komm. Vielleicht haben wir jetzt die Lösung für die ganzen Problemchen. Dann wandern die Schneidwerke wenigstens nicht mehr weg. Nicht vom Anhänger runter, weil die Schneidwerke sind der Anhänger. Das war nämlich mein Hauptgrund, mein Hauptziel. Aber ich möchte sagen, diese Glas-Schneidwerke. Oh, Kollision voraus. Houston, wir müssen mal hier korrigieren. Haben wir jetzt was stehen lassen, ne? Okay, ist nicht schlimm. Wir müssen, oder wir sollten andersrum fahren. Wäre auf jeden Fall sinnvoller und schlauer. Hier ist nämlich der nächste Baum. Ja, knappe Sache. Spiegel ist ab. Okay. Ah, jo, stimmt. Ferienhäuser müssen hier auch noch hin. Ich wollte das Dorf ja komplettieren. Irgendwann mal. Ja, ein neues Schneidwerk. Hilft ja alles nicht. Normalerweise mache ich das Feuerwände ohne Strohablage, aber jetzt machen wir mal mit. Das Ding ist, machen wir eh eine Runde oder machen wir zwei Runden Feuerwände? Ich würde es einfach mal mit einer Runde probieren. Mal gucken, wie schlau die Droscher sich anstellen bei dem Acker hier. Ja, und dann ziehen wir hier erstmal in die Weizenschlacht. Ich kann mich mit dieser Kameraposition überhaupt nicht anfreunden. Also ist zwar cool, aber ist halt manchmal trotzdem irgendwie komisch. Über die Kabine kann ich voll verstehen, weil man hockt da hier in der Kanzel drin. Kann man ja voll geil dröschen. Na hallo. Bleibt bestimmt die Hälfte liegen irgendwie oder stehen. Aber Innenansicht würde eigentlich so richtig geil funktionieren, oder Leute? Seid mal ehrlich, weil mit den normalen Dröschern, dann siehst du da halt nichts und da halt nichts. Aber hier hast du genau die Kante vor der Nase. Könnt ihr mir vorstellen, dass man hier in der Innenansicht dröscht? Ich meine, gut, machen wir auch gerade, aber
So. Aber sieht wahrscheinlich sehr, sehr... Na, geht. Ich dachte eigentlich, wir haben hier mehr Überlappung und lassen mehr stehen, aber es funktioniert. Wäre gut, das. So, dann machen wir hier erstmal... Ja, eine Runde rum, würde ich sagen, reicht, ne? Wir haben ja letztes Mal festgestellt, die Helfer können auch im anderen Winkel fahren. Die erste Ladung würde ich vielleicht direkt bei den Hühnern reinhämmern, dass wir da wieder Futter haben. Und... Ja, wollen wir abwechselnd fahren? Hühner, Saatgut, Hühner, Saatgut, Hühner, Saatgut. Würde ich ja fast zur Hand haben wollen. Wollen wir den anderen Drescher erstmal hier mit herholen? Oder wollen wir hier erstmal gleich einen Grund schaffen? Dann müssen wir noch eine Runde drehen. Mit neuem Schneidwerk. Na komm, wir fahren noch eine zweite Runde. Bis da hinten hoch und dann sollte das ja eigentlich so halbwegs passen, oder? Und diese weißen Schneidwerke sind ja nicht so schlecht. Wenn ich die jetzt so sehe, klappt schon, geht schon. Füllstand ist interessant. Ich hätte fast gedacht, dass der Weizen ein bisschen mehr abwirft hier. Aber ist ja fast ein bisschen ernüchternd eigentlich. Ah ja, guck mal, man kann direkt Spur auf Spur fahren. Das ist ja geil. Guck mal. Schön. Gut, gut. Jetzt brauchen wir hier eine gerade Kante. Dann würde ich hier den Drescher einfach mal mit dem Helfer losschicken. Gott, diese Kamera. So, Helfer Marsch. Mal gucken, welchen Winkel er sich hier ausgesucht hat. Ja, könnte klappen, oder? Wir nehmen den Kollegen, der müsste mehr als warm gelaufen sein. Warte mal, die Schneidwerke hier, die sind doch ein bisschen was kleiner. Kann der damit fahren? Wollen wir mal gucken, ob wir das hier rangebaut kriegen? Ja, und so wie ich mir das schon dachte, ne? Die Walzen haben sich da schön an der Wand angelehnt. So, nimm das mal mit. Wir klappen das doch zusammen. Wir können hier aber jetzt schon die Haspel ein bisschen hochfummeln, oder? Ja. So. Ah, nee, da macht er auch eine leichte Schräglage. Kriegen wir das damit trotzdem irgendwie jetzt hier hingezaubert? Warte mal. Gott, der lenkt ja gar nicht mehr. Wieso lenkt denn der jetzt damit nicht mehr? Macht den runter. Hm. Also, ich kann eure Kommentare durchaus verstehen, dass ihr sagt, diese Dröscher gefallen euch nicht. Sie sind halt nicht vergleichbar mit den herkömmlichen Dröschern. Ne, haben definitiv Vor- und Nachteile. Das Geile bei dem Ding ist halt, du kannst theoretisch hier halt eine große Feldspritze anbauen, eine Sämaschine. Was gibt es noch? Irgendwas gibt es noch. Irgendwas hat man noch. Güllefass, genau. Also man kann so Sachen machen. War das Gülle? Ich glaube, das war Gülle. So. Mach mal auf. Und mach mal auf. So, wir bauen das Ding mal um hier. Ach, nee. Eine Rieseneierei. So, machen wir hier noch eine zweite Reihe. Wäre nicht schlecht, glaube ich. Haben wir... Warte mal. Haben wir... Ach Gott, warte mal. Hier war auch übel die hohe Arbeitsgeschwindigkeit, ne? Hier machen wir mal runter auf 16. 37. Mann, so schnell fahren manche Dröscher ja nicht. Was ist das denn? So, Strohablage an, runter das Ding und Action. Ab nach dem Weizen drinne rein. Jo, Strohablage läuft, sehr schön. Okay, okay.
Ich denke, mit den Schneidwerken hier sind wir deutlich besser bedient, oder? Aber der Ertrag, der ist sehr, sehr schmal. Bin ja fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Na, wobei, ich glaube, in den Korntank gehen noch 50.000. Da könnten wir fast mit dem Dröscher abdröschen und dann mit dem Dröscher zur Nudelproduktion fahren und da aus dem Dröscher direkt raustanken. Dann brauchen wir noch nicht mehr überladen irgendwo hin. Ja. So, harte Ansammlung an. Na, Sprachzentrum, was ist jetzt? Harte Ansammlung von Erntemaschinen. So, wir warten. Warteschlange. Guck mal, der hat schon schöne Getreidehäufchen da in der Mitte drin. So, hat den Vorteil, der Dröscher kommt mit dem kleineren Schneidwerk auch besser klar. Ne, beim Umdrehen und so, dann lässt er weniger stehen. Umso breiter die Schneidwerke sind, umso schlimmer wird es. Gerade Helferbetrieb und so. Ich denke mal, so sind wir schon auf der guten Seite unterwegs hier. Lenkradius geht eigentlich voll klar. Ja. Ruckzuck weg der Acker. Also wäre schon schön, wenn wir den hier heute wegkriegen. Hier ist ja nicht mehr so viel. Der Rest ist irgendwie hart diagonal. So, und den Stroh nehmen wir natürlich mit. Ist ja logisch. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, ob wir das haben wollten oder nicht, weil ich dazu mal gesagt hatte. Jetzt ist es da. Und wenn wir es wirklich nicht wollen, na mein Gott, dann nehmen wir einen Mulcher oder was, dann hauen wir es wieder weg. Notfalls machen wir da Silage draus. So. Der erste ist gleich voll, ne? Ich bin am Überlegen. Wollen wir den hier einfach so in der Mitte mit reinschießen lassen? Ich hoffe, die fahren dann auch im selben Winkel. Warte mal. Ja. So, wir hauen einfach mal einen Helfer rein. Wird schon passen irgendwie, oder? Ich hoffe doch. So, warte mal. Was fährt ein Helfer im Winkel? 270. 90. Na, dann ist er ja richtig. So, der ist bei 92%. Okay. Jetzt wäre nur schön, wenn er nach links abbiegt zum Umdrehen. Dann wäre ich ja wunschlos happy. Ja. Bitte, links, 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 links. Sieht erstmal nicht schlecht aus, diese Bäume. Anscheinend hat er damit auch keine Kopfschmerzen. Das ist ja echt geil. Und ihr schimpft über den Dröscher. Der ist ja nicht so schlecht. Der ist zwar nicht schön, definitiv, ne, den würde ich auch mit unterschreiben. Also ein Schönheitswettbewerb gewinnt der nicht. Aber irgendwie ist er doch funktional. Ist zwar nicht mega geil, ne, weil ist er doch manchmal stocksteif. Ja. Naja. Okay. So. Wir haben aber ein Problem, Leute. Und zwar wie folgt. Der Kollege ist gleich voll. Der steht hier rum und hat nichts zu tun. Mit was wollen wir die Getreide abfahren? Ich habe natürlich schlauerweise den Ehen-Anhänger nicht behalten. Ich wollte doch einen von den Anhängern behalten, die wir letztes Mal hatten. Die haben aber so blöde abgeladen. Ich will einen Überladewagen haben. So, der Ehen hat jetzt einen vollen Korntank. Ich hätte da mal gerne ein Problem. Überladewagen, jetzt ist die Zeit gekommen. Welchen nehmen wir denn? Was hätten wir denn, Jan? Sowas hatten wir schon Ewigkeiten nicht, ne? Sowas fettet, 115.000 Liter, da geht richtig was rein. Machen wir zweimal einen Dröscher leer, dann sind wir dabei. Also wir brauchen irgendwo mit 100.000 Liter, der wäre auch okay. Den hatten wir aber auf der Flexas-Map, ne? Den dicken hier. Das ist ein ganz schöner Apparatismus. Den hatten wir auch schon. Ist hier irgendwas krasses bei? Der hat 71, das reicht nicht für Beete-Dröscher nicht. Ja, wird's dünn. Nee, pass auf. Ich hätte ja... Also ich würde ja... Und ich glaube ja, wir nehmen den da. Ja, mit 115.000 sind wir voll dabei. Warte mal hier. Können wir noch...
Ich will Reifen ranbauen. Hallo. Scale? Nee, eine Waage? Ja, warum nicht? Hauptfarbe grün? Wollen wir ein grün nehmen oder wollen wir einen schwarzen nehmen? The Black One. Wäre in Verbindung mit dem schwarzen John Deere voll geil eigentlich. Was haben wir noch? Absolut nein. Oh. Ey, in so ein Grau ist auch sexy. Hat die das laut gesagt? Jetzt kann ich mir nicht entscheiden. Ich hätte da mal gerne ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Glas? Nicht? Nee. Ja, das ist so dunkel, ne? Ist zwar eine coole Farbe, aber nicht passend für so ein Ding hier. Ich liebe Eugel ganz stark mit so einem Grau. Das helle nicht. Das aber. Ich weiß, ist eine Billo-Farbe 0815. Braun wäre auch okay. Das macht ja keiner an Braun, so ein Ding. Kannst du aber machen. Ich glaube, Original ist hier rot und grün, ne? Grün und rot. Hast du einen Case? Oder hast du einen John Deere? Ne, die beiden Farben hast du zur Auswahl. In Amerikanien ist das so. Ne, was macht man jetzt? Wäre schon irgendwie lustig. Aber nee. 81.000, das ist geschenkt. Wir haben Überladewagen gekauft, einen braun. Ich meine, wir können ihn dann nochmal anders anmalen, wenn doch nicht schön ist, aber... wer will, wer hat, wer darf, wer kann. Komm mal mit hier. Du bist nicht so laut. Richtig. Dann geht das los. Können wir... Also ich habe ja ganz stark die Befürchtung, dass der komplette Acker hier reinpasst. Generell auf der Map finde ich, der Rapsertrag, der war schon sehr niedrig. Und Weizen ist auch nicht viel. Warum das so wenig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist nicht viel. So, was ist denn hier los? Er ist noch hart am Getreide fressen, dann fahren wir hier lang. Und er hat das Ärmchen auf der richtigen Seite. Oh, wie geil ist das denn? Guck mal hier, die lassen kaum was stehen, die Jungs. Ne, zwei, drei Getreidehalme, da kann ich mit leben. Ist der Acker hier ruckzuck weg. Oh, wilde Kameraführung, so ist das. Und rein. Sehr schön. Oh, ein schönen Drohnenflug. Ja, das gefällt mir. So, Entladegeschwindigkeit. Halt mal hochgeschraubt vor dem Drescher. Ist schon okay so, oder? Dann stehen wir hier nicht Ewigkeiten. Ja, da hinten hat viel zu tun, aber ist halt auch schwierig mit diesen ganzen Kegelgeschichten da. So, da hatte ich gesagt, den ersten Korntank, den fahren wir bei den Hühner rein, ne? Wollen wir das mal machen? Komm, wir schießen das mal schnell weg. Nee, wer fährt denn jetzt? Du fährst rückwärts, dann fahren wir vorwärts. Wie ist der Problem gelöst? Sehr schön. Wegen dem Baum hier, ne? Deswegen fährt er rückwärts, glaube ich. Ja. So, dann würde ich hoffen, dass wir mit dem Überladewagen das Futter hier direkt bei den Hühnern reinschmeißen können. Aber ich denke schon. Da müssen wir wahrscheinlich nur einmal umdrehen, weil hier ist nämlich der Futtertrigger. Ja. Sehr unkonventionell, aber hey. Jetzt haben wir hier schon Platz und der sieht immer noch sehr eng aus. Aber du darfst nicht vergessen, also das ist hier quasi wie so ein Neubaublock, das Ding, ne? Also der Anhänger und der Trecker, die sind exorbitant groß. So, hau raus. Cool, aha. Können die Schnorchel noch verändern? Damit dürften die aber ordentlich was zu naschen haben, oder? Wie wird es hier? Ach ja, ja, dicke. Ich glaube, das reicht das ganze Jahr über. So, der Rest geht in die Saatgutproduktion. Ich denke mal, da sind wir da sehr gut aufgestellt. Okay, er ist in den letzten Zügen. Oh Gott, jetzt macht er echt für die drei Streifchen hier. Ehrlich? Was wird denn... Hallo?
Teilnehmer, was machst denn du hier? Lass mich mal einsteigen. Hör mal auf. Komm. Gott, die Kamera, ne? Ist schon ein bisschen anders. So. Okay, wie viel hat denn hier drin? 24? Ja, da kriegen wir ein bisschen Saatgut zusammen. Schon okay. Würde ich hier entleeren. Und raus. Ja! Was macht dein Kollege hier? Die letzte Reihe. Perfekt. Guck mal hier, mit denen zusammen sind wir auch bei knapp 30.000. Ist okay. So, und alles, was hier stehen bleibt, lassen wir stehen. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin mit den neuen Schneidwerken sehr zufrieden, muss ich sagen. Und wir haben die Problematik nicht mehr mit diesen Schneidwerkwagen und sowas. Das war ja grauenvoll. Also, so gerne ich die Schneidwerke auch habe, genauso verteufelt und verflucht sind sie auch, weil sie halt immer über die Map wandern. Das war auf der Big Flitz Texas, war das schon ein Problem, wo ich jetzt stark mokiert habe. Und ich habe noch einen anderen Spielstand, den ich selber privat spiele. Ja, da waren wir ja schon mal unterwegs, genau. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeschaut. Amerikanisches Farmland heißt der, glaube ich. Und da sind mir auch regelmäßig die Schneidwerke abgehauen. Ich habe die abgestellt und dann nächstes Mal beim Benutzen wollen, waren sie nicht mehr da, wo sie hingehört haben. Also die sind durch die Halle gewandert, fand ich ultra ätzend. Ja, naja. So, wir haben den Acker runter. Schön. Können wir hier irgendwie... Ah, die Jungs brauchen wir hier gar nicht, okay. Dann haben wir beim nächsten Mal eigentlich den Acker hier hinten vor uns. So, ist ein wildes Durcheinander, aber ist so. Hier, ne? Dann würde ich den Drescher schon mal einfach in die Bahn schicken, dass der hier hoch und runter fährt und mit dem anderen zaubern wir uns hier in Vorwände zurecht und dann sollte das gehen. Und alles in die Nudeln. Wie wir das machen, wie sie auch noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns da wieder, wenn wir da so Sachen machen. Das mit den neuen Schneidwerken funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich sehr, sehr froh. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn das heißt, weiter in der Weizenernte. Ja, dann machen wir endlich Nudeln, Freunde. Wird Zeit, ne? Also, ich sag, bis denn dann. Haut da rein.